Herr Brills, es wird Zeit, dass Ihr Gesicht zermalmt wird. Ich glaube, wir brauchen nicht drüber diskutieren, dass meine letzten zwei Kämpfe der absolute Hammer waren. Zumindest was das Ergebnis angeht. Und nun bei UFC 159 stehen wir zwar immer noch in der Undercard, aber haben die Möglichkeit, einiges zu erreichen. Costa gegen Shields, Penn gegen Kenny Florian. Pickett muss schon wieder verteidigen gegen Benavides. Krass, Mann, was der an Herausforderungen kriegt, unglaublich. Und Frankie Edgar muss gegen Maynard verteidigen. Ja, viel wichtiger ist, dass wir jetzt Jason Brills vernichten. Wir wissen, wir haben gegen ihn verloren. Ich glaube, es war sogar der erste, gegen den wir ever verloren haben, oder? Schon, ne? Jason Brills hat uns damals zum allerersten Mal submitted. Und dafür müssen wir uns rächen, genauso wie gegen Tito Ortiz. Ich bin gespannt, ob es klappt. Ich werde einfach jetzt seine Fresse polieren, wie sonst eh und je. Wir sehen's jetzt im Octagon. Coming up next, a light heavyweight showdown between Jason Brills and the Wolf. Our Tale of the Tape is brought to you by Boost Mobile. Kann man gar nicht richtig lesen, bei den ohne Intro läuft UFC, ihr macht alles richtig. Okay, und lieber Brills, ich sag dir, ich weiß, dass du hier ein Submission Specialist bist, aber ich hau jetzt einfach drauf. Mir ist alles scheißegal, ich hau jetzt einfach drauf. Ja, nein, nein, das glaubst du doch nicht selber. Das glaubst du doch nicht wirklich, oder? Vergiss es. Und wenn ich auf die Headkicks komplett verzichte, dann hau ich jetzt einfach nur noch drauf. Ey, ist mir egal. Und ich sag's noch. Okay, ich lass es jetzt. Ich lass das jetzt. Schau mal an, dir geht's doch schon gar nicht gut, hä? Komm her. Ganz ruhig jetzt, ganz ruhig. Ich versuche jetzt einfach mal auszuweichen. Und mit der Spinning Backfist dann. Nein, 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 das darf nicht passieren. Okay, das darf nicht passieren. Gar nicht gut, gar nicht gut. Oh ja, ich kann ihn aufstehen. Und Spinning! Ja! Bam! Nein, eigentlich darf das nicht passieren. Aufstehen lassen, aufstehen, 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 aufstehen. Sonst, ey, nicht gegen Brills, ne? Wir haben gelernt, nicht gegen Brills. Der bringt uns dann zum Tappen am Ende. Ich riskiere es trotzdem. Jawohl, der hat gesessen. Vergiss es, vergiss es. Oh, immer diese Uppercuts, die... Oh, nein! Scheiße! Das sieht nicht gut aus. Komm schon, lass mich rauf. Ja, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was ich natürlich versuchen könnte, ist das Flying Knee. Ja, nein. Okay, nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Du darfst aufstehen. Ha, Idiot. Ups. Wollte er direkt danach... Nein, nein. Okay, Glück gehabt. Boom. Der hat gesessen. Jetzt nachsetzen. Komm. Da geht schon was. Komm, es geht noch in der ersten Runde. Oh, wieder gut getroffen. Ja, ja, ja. Fast Hands. Das ist mein Motto. Okay. Ja, wahnsinnig an. Nee, komm, nein. Nein. Oh, null vorbereitet gewesen gerade. Scheiße. Das muss ich jetzt irgendwie über die Zeit retten. Komm schon, lass mich aufstehen. Lass mich aufstehen. Lass mich jetzt einfach aufstehen. Oh, der war nicht schön. Nein. Nein, vergiss es. Vergiss es. Jawoll! Und jetzt, komm, die letzten 10 Sekunden. Durch, komm, bring was durch. Komm, komm. Ah, verdammt. Okay. Okay, wir haben schon mal über die erste Runde geschafft. Das ist jetzt schon mal was. Und der kann nicht mehr viele Kopftreffer aushalten. Das kann nicht sein. Der hat hart kassiert. Ja, mehr Short. Alles klar. Mach ich. So, wie siehst du denn aus? Das ist schon mal ein riesen Cut, ey. Da sag ich doch, dein Gegner wird nicht mehr viele Kopftreffer aushalten. Du Plappermaul, ey. Sagst alles nach, ey. So, wir packen das jetzt. Wir packen das jetzt. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Da, dieser Spinning Backfist war halt einfach mal so göttlich. Da ist er einfach down gegangen. Und da ist sogar die... Oh, da hätte ich vielleicht sogar nachsetzen sollen. Ich bin mir nicht sicher. Oh, jeder Gegner sollte jetzt richtig Angst vor mir haben, ey. Was ich hier zuschlage und wie er zweimal Knockdown hat. Und wieder voll durchgebracht, ey. Beide gehen weg.
Und dann, ich krieg den Bodyshot und er die Spinning Backfist. Sehr nice. Okay, komm, machen wir das jetzt. Wir machen den Kampf jetzt schon. Ja. Let's go. Here we go, round two. Let's fight. Good counter though, Joe. Ich werde aber auch nicht mehr viele Schläge aushalten, wenn das so weitergeht. Oh, oh, was ist da? Verteidigung oder so? Soll ich es nochmal riskieren? Oh, riskant. Oh, schon wieder. Aber ich will's wissen, ne? Ich will's wissen. Schöner Uppercut? Ja, nee. Nee. Boom! Jetzt ist Schluss. Jetzt habe ich die Schnauze voll, ey. Geh sterben. Und das ist es. Und auch Jason Brills ist down. Ich verschieb hier glatt meinen Tisch. Ich glaub's nicht. Ja, der Terrorwolf. Bang, 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 bang. Da ohne einen Kratzer. Ich sag's euch, jetzt bin ich richtig drin im Spiel. Jetzt, Mann, ich hab gelernt. Ich denke jetzt wie ein Fighter. Bam, ey, boah, schaut euch an, wie hart der kassiert. Also da muss man abbrechen. Sowas sehe ich ein. Keine Verteidigung mehr. Einfach nur ganz schön krass. Da während sein Kopf auch noch so in der Schräglage war vom Käfig her. Richtig hart die Fresse poliert. Bam, Jason Brills, in your face. Und zwar so richtig. Und mit das Gesicht dann, das hat er verdient. Referee Kevin Mulhall has called a stop to this contest at 1 minute 2 seconds of the second round, declaring La Gagnon and the winner by TKO, Rob the Wolf Lynn. So und nicht anders sieht's aus, meine Freunde. Yes, der dritte Sieg. Und schauen, wie fit ich noch bin. Komm, wir kämpfen weiter. Schickt den nächsten in den Octagon. Ich bin bereit für alle. Ich mach euch kaputt. Yes! Alles richtig gemacht gegen Jason Brills. Viermal haben wir einen Knockdown geschafft gegen ihn. Der Junge hatte keine Chance. Ich habe gelernt, ich habe mich verbessert. Jason Brills, you're out. Go home. Yes, Mann. Fuck yes, sage ich dazu einfach nur. Oh mein Gott, und was haben wir hier? Oh, schon wieder Fight of the Night geworden. Super geil. Submission of the Night von Kosha gegen Shields. Und Kenny Florian und BJ Penn. Gewinnt im Übrigen Florian. Endgeil, Mann. Und damit sind wir auf Platz 10 jetzt schon. Und der dritte Sieg in Folge. Da geht jetzt was. Jetzt geht so richtig was. Und jetzt hole ich mir den nächsten Top-Kampf. Ein Kampf, der mich richtig, richtig, richtig nochmal nach oben bringt. Und zwar der vierte in Folge. Ich scheiß mir jetzt nichts mehr, Leute. Ich habe vor niemandem mehr Angst. Der Terrorwolf wird jetzt zum Deathwolf. Aber hallo, ey. Jetzt aber so richtig. Neuer Fight of the Year Spitzenreiter. Oh ja. Flynn gegen Brills bei UFC 159 hat aktuell den Spitzenplatz bei den Fight of the Year Abstimmungen. Kann man fast nicht nachvollziehen, da wir schon deutlich bessere Kämpfe hatten. Aber scheiß drauf. Ich sag, ich nehme das dankend an und schau mal an. Ins Middleweight könnten wir jetzt, aber nee, danke. Rampage Jackson, ach du Scheiße, das wäre auch richtig hart, ey. Das wäre auch ein richtig harter Gegner. Der hat nur verloren, der braucht auch wieder einen Sieg, ne? Gegen mich wäre sein Todesurteil, dann könnte er in den Rückstand gehen. Thiago Silva wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Der hat gegen Jason Brills schon zweimal verloren. Na, das ist eigentlich keine Herausforderung gegen mich. Ja, Shogun Hua, das ist zu hart. Das ist, glaube ich, zu hart. Und Ryan Bader, wir könnten uns noch an Ryan Bader rächen. Dann hätten wir uns an allen Großen gerecht. Das Problem ist nur, das würde mich nicht so weit bringen. Und ich will jetzt halt... Naja, es würde mich schon weiterbringen, also... Also Hua nicht. Entweder Main Event von UFN nochmal oder jetzt direkt bei UFC durchstarten und jetzt gegen Rampage Jackson. Aber Rampage Jackson, ey, das ist ein Tier, ne? Das ist ein scheiß Tier. Also wenn der zuschlägt, ist bei mir sofort vorbei. Aber sofort. Soll ich mich erst an Ryan Bader rächen und dann nochmal einen in der großen Division nehmen? Ich hätte schon Bock, mich an Ryan Bader zu rächen, ne? Ich weiß ja nicht. Aber Rampage Jackson ist, glaube ich, eine harte Nummer, ey. Der haut drauf und ich bin sofort im Arsch. Der hat Stärke, der slammt mich tot.
weiß nicht. Ich weiß nicht, Leute. Eine sehr schwierige Entscheidung und ich glaube, ich räche mich erst nochmal an Ryan Bader, ja. Ich möchte mich an Ryan Bader rächen. Ich möchte Genugtuung haben. Ich möchte jetzt all meine Niederlagen wieder mitmachen. Die gegen Ortiz haben wir wettgemacht. Die gegen Jason Brills haben wir wettgemacht. Die gegen Ryan Bader kommt jetzt gegen den anderen, werden wir wahrscheinlich nicht mehr antreten, weil es ja ein Erfundener war. Aber die drei wichtigen Niederlagen haben wir dann wieder wettgemacht. Ne? Ich will meine Niederlage rächen. Und wir steigen jetzt dann ein hier. Ich gehe jetzt in den Shop. Ich möchte jetzt meine wertvollen 100.000 Punkte opfern. Ja, das werde ich tatsächlich machen. Damit ich auf 85... Ah ne, es sind ja nur 50.000. Dann geht's ja eigentlich. Gut, das ist halt ein bisschen assi, so 300.000. Aber 50.000 kann ich jetzt eigentlich noch vertreten. Das geht schon. Das kann man machen. Trainingsprogramme, wie sieht's da aus? Da geht alles bis 85, haben wir ja doch schon gekauft, ne? Ja, ich bezweifle mal, dass wir jetzt so schnell auf 85 kommen. Aber dann kann ich jetzt meine Stand-Up-Skills direkt nochmal verbessern. Das möchte ich auch jetzt hier noch mit euch schnell machen. Und da gehe ich aber voll drauf, ey. Stand-Up-Sparring. Ist mir wurscht, ob's Cardio runtergeht. Ich will nämlich diese Punkte hier. Ich will auf 82 und sowas. Das will ich haben. Das mache ich jetzt zweimal. Ich werde, wie gesagt, jetzt mich komplett auf Stand-Up konzentrieren. Ist mir scheißegal. Wir haben damit jetzt mit dieser Taktik jetzt die drei unglaublichsten Siege überhaupt eingefahren. Und somit will ich jetzt versuchen, Champion zu werden. Viel Zeit bleibt uns nämlich nicht mehr. Wir haben nämlich die Hälfte unserer Karriere nämlich schon locker erreicht. Es steht jetzt 20-5 für mich. 25 Kämpfe haben wir schon. Es sind nur 40 bis zu unserem Ende. Und damit haben wir nur noch 15 Kämpfe eigentlich. Es bleibt nicht viel Zeit, um nochmal Champion zu werden. Aber es wäre natürlich auch extremst geil, wenn wir dann unsere Karriere mit einem Titel beenden würden, indem wir einfach, ja, Champ werden und dann sagen, weißt du was, leck mich am Arsch. Boah, da geht ja gar nichts durch bei dem hier. Dann machen wir halt jetzt mal ein paar Bodyshots. Komm, der ist auf... Oh, okay, da geht einiges durch. Oh, schau mal an. Wollte gerade sagen, auf Bodyshots ist der nicht eingestellt, aber... Jetzt habe ich dem ordentlich, jetzt habe ich dem ordentlich zugesetzt eigentlich. Ja, schau mal an. Komm. Ja, jetzt geht was. Jawoll. Und Knockdown. Wunderbar. Jetzt gehe ich ab im Sparring hier. Oh, jetzt habe ich aber selber Knockdown gekickt. Das kostet natürlich Punkte. Die Kombination mit Left High Kick und dann mit der rechten, die gefällt mir verdammt gut. Wie bitte? Ich wurde vom PlayStation Network abgemeldet. Von mir aus ist mir doch scheißegal. Benutze ich eh nicht. Scheiß PSNs, halt überbewertet, muss ich einfach mal sagen. So, jetzt komm, hau drauf mit der Scheiße. Komm, was kriegen wir da nochmal was? Nochmal Knockdown, nice. Das war eine verdammt gute Session, das kann man schon mal sagen. Das war eine verdammt gute Session. Und das machen wir jetzt gleich nochmal. Versuchen jetzt vielleicht sogar auf die 3 zu kommen. Schau mal an, er zieht die Punkte aus. Arme Cardio geht ganz schön nach unten. Ich muss mal schauen, dass ich dann mein Cardio wieder ein bisschen verbessere. Schau mal an, ey, 4. Ne, 3 Punkte im Stand-Up. Von Schlägen und 3 Punkte für den Kicks. Verteidigung auch jeweils 2. Besser geht's doch gar nicht. Also so stelle ich mir das vor. Gegen Bader reicht das jetzt auch noch. Dann werden wir unser Cardio verbessern für gegen Leute wie Rampage Jackson. Perfekt eigentlich. Oh, schau mal, wir können hier eh nur noch auf 82 eigentlich gehen. Na, das ist gar nicht mehr so gut. Soll ich dann vielleicht jetzt doch wieder auf Cardio gehen hier? Sowas hier, Positionswechsel. Aber da geht direkt wieder Schläge im Stand, geht dann sofort wieder runter. Geschwindigkeit und Beinarbeit wäre natürlich hier sehr nice. Und dann kann ich Schläge... Das mache ich jetzt. Und zwar mache ich es manuell. Ja, ich mache das manuell. Ich glaube, ich kriege das jetzt nämlich schon hin. Warte jetzt mal ab. Zumindest die 3 Sterne, die sollte ich eigentlich hinkriegen. Schauen wir mal, was ich jetzt erreiche. Da bin ich mal gespannt. Doch, das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir jetzt noch ein bisschen Sandsack Drill machen. Ich mache alles. Alles, um jetzt hier den Rest meiner Karriere richtig zu rocken. So, komm. Direkt mal hier. Ja, Kombination mache ich schon. So, links, rechts. So, Achtung, jetzt kommt Positionswechsel. Und zwar da oben. Jetzt muss ich hier Gas geben. Was? Ach, jetzt ist es in der Mitte. Jetzt habe ich schon wieder nicht aufgepasst, ey.
So, wohin? Jetzt da oben. Okay, oben, 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 oben. Komm, 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 schnell. Ach, jetzt ist alles erlaubt, oder wie? Nice. So, technischer. Okay, jetzt muss ich oben. Boah, jetzt gehe ich aber ordentlich ab, ey. Okay, ich gehe ordentlich ab, Mann. Das geht mir gerade, haut mir gerade übelst. Zwei Treffer-Kombo. So, jetzt unten. So, jetzt müssen wir wieder wechseln. Jetzt machen wir da unten. Hey, das schaffen wir voll, Mann. Das habe ich noch nicht geschafft bisher. Komm, komm, komm. Und nochmal wechseln. Und jetzt irgendwo da unten. Na komm. Komm, es ist doch schon voll. Es ist voll. Es ist perfekt. Das war ein perfektes Training. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Alles richtig gemacht. Geil. Geil. Volle Sterne. Drei in... Jawohl, Trainingserfahrung. Drei in Geschwindigkeit ist natürlich absolut Bombe. Na, vier sogar. Und zwei in Beinarbeit. Dann noch Schläge im Stand verbessert. Das hätte ich eigentlich auch gleich machen können. Warum habe ich da die ganze Zeit mein Sparring gemacht? Das ist ja perfekt. Vor allem, wenn Geschwindigkeit auch noch nach oben gegangen ist. Geschwindigkeit ist super. Wenn wir dann unsere Fäuste noch schneller austeilen können. Ich denke, wir sind super prepared für Ryan Bader. Wie sieht's aus? Kann ich auch meine dritte Niederlage rächen? Schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein!